Hallo zusammen. Das Team der Woche ist da und es sieht auf den ersten Blick nicht gut aus. Griezmann als Topkarte, Navas ein Torwart, Depay, Niederländer aus der französischen Liga, der die Werte okay hat, aber halt auch nicht überragend. Parejo mal wieder, der halt nur SBC-Futter ist. Marco Reus, der auch nicht mehr die besten Tage hat. Schauen wir uns das Team mal genauer an. Aber ich glaube, da kommt. Oh, Volland. Volland ist, glaube ich, fast noch am interessantesten. Hat zwar nicht viel Tempo, aber sonst sind die Werte richtig, richtig gut. Also als ZOM geht da fast. Da braucht man nicht ganz so viel Geschwindigkeit. Hakimi, für alle, die Once-to-Watch-Karte haben, ist nochmal, glaube ich, sehr, sehr interessant. Wie sieht denn die Griezmann-Karte aus? Ja, 82 Tempo als Flügel immer noch zu wenig. Das ist halt leider so. 82 Tempo bei Reus ist zu wenig. Gaia sieht okay aus jetzt mit der Karte. 85 ist es. Ist richtig guter eigentlich. Dann haben wir Hinteregger, der eine Karte bekommt und der hat doch eine Headliner-Karte. Das heißt, er kriegt jetzt auch nochmal eine Aufwertung auf der Headliner-Karte. Also ist die Headliner-Karte jetzt 86. Ne, ne, 87? 86. Auf jeden Fall mehr als er jetzt schon ist. Und Danilo spielt auch mal wieder mit. Ansonsten auf der Karte Harit hat natürlich die Karte bekommen für seine drei Vorlagen. Was haben wir noch? Wir haben natürlich mal wieder einen von 1860 dabei. Die haben ganz schön viele. Kennt. Richtig stark. 93 Tempo. Jeder kennt die Karte. Ja. Hofmann als linker Flügel. Ist es aber wirklich nicht überragend. Also Hinteregger und Gaia und Volland, würde ich sagen. Die sind noch gut. Depay ist gut. Hakimi ist gut. Alles andere kann man vergessen. Also. Viel Erfolg beim Ziehen der Karten, aber ich denke nicht, dass da jetzt so ein Hype entsteht, weil die Karten wirklich nicht gut sind. Also bis dann. Ciao, ciao.